Hallo, ich bin herzlich willkommen, meine kleinen Kinder, zu einer neuen Folge Just Ignore Them hier auf meinem Kanal. Und ich habe herausgefunden, wie es weitergeht, Freunde. Denn wir können tatsächlich zwei Karten kombinieren. Und zwar, ich muss zugeben, das ist ziemlich schlau. Und zwar haben wir jetzt eine grüne Karte. Das habe ich rausgefunden, nachdem ich gebe es zu, ich hab nachgeguckt. Aber das tut der ganzen Sache keinen Abriss. Ja, wir sind immer noch vollkommen gut mit dabei. Die Frage ist nur, wie geht es jetzt an dieser Stelle weiter, ne? Weil so weit bin ich ehrlich gesagt noch nicht gewesen. Ich habe ganz kurz nämlich nachgeguckt und irgendwie habe ich das ja letzte Folge schon mal probiert mit diesem Karten-Kombinieren-Gedöns. Ging dann aber leider nicht. Jetzt ist es aber voll am Schlüssel. Also jetzt sollte es eigentlich gehen. Und jetzt holen wir einfach mal die grüne Karte und stecken die in den Schlitz. Ich weiß zwar auch nicht, was es wirklich für einen Sinn hat, dass wir jetzt gelb und grün kombinieren. Klar, das ergibt dann... Nee, gelb und blau kombinieren. Klar, das ergibt dann grün. Aber trotzdem, warum, seit wann kann man Karten mischen? Weißt du, das ist so voll blöd. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Das sollte jetzt hoffentlich funktionieren. Endlich! Brandschutztür, wir gehen einmal durch. Es tut mir leid, Bria. Ich habe nie gewollt, dass es so weit kommt. Aber meine Mutter ist mir einfach wichtiger. Du hast keine Ahnung, wie es sich anfühlt, einfach alles zu verlieren. Aber Dave kann sie zurückbringen. Und das sogar ohne die Yiwi-Hülle. Das stimmt. Ich habe einen Weg gefunden, wie man die alten Gehirnzellen mit einem lebenden Wirt fusionieren kann. Es gibt da nur ein klitzekleines Problem. Was ist das? Als mein Vater den ersten Yiwi ohne Hülle erfunden hat, ist etwas Schreckliches passiert. Weil der Wirt für die neuen Gehirnzellen noch lebte, wurde es... Was? Es klingt für mich irgendwie so albern, das zu sagen, aber... Das Testsubjekt wurde irgendwie übernatürlich, auf eine gewisse Art und Weise. Was meinst du mit übernatürlich? Das Subjekt zeigte Anzeichen von äußerst starker Regeneration. Viel stärker als die eines menschlichen Wesens. Außerdem wies es außergewöhnlich gute telekinetische Fähigkeiten auf. Und, ich müsste das schon sehen, um es zu glauben. Angeblich beherrschte es auch Teleportation. Es konnte sich so ziemlich überall in einem 300-Meter-Radius hin teleportieren. Natürlich ist das alles nur eine Theorie aus den Tagebüchern meines Vaters. Aber ich habe ähnliche Anzeichen im Verhalten vom Rückenfresser gesehen. Weißt du, das ist mir alles egal. Hauptsache, ich kann meine Mutter zurückbekommen. Das ist alles, was zählt. Denk dran, Mark. Wenn die Verwandlung einmal vollzogen ist, dann gibt es kein Zurück mehr. Sie wird nie wieder diejenige sein, die sie vorher war. Wir warten. Mark, ich bin mir einfach nicht mehr sicher. Wir können damit aufhören, Mark. Aber ich brauche diese Formel, die du da hast. Die wird die Chemikalien im Tank neutralisieren. Das wird alle Antikörper zerstören, die die Gehirne fusionieren lassen. Okay, theoretisch könnten wir jetzt unser Formel A01G-Gedöns wahrscheinlich zu Bria geben. Lasst uns das machen. Wir gucken, was dabei rauskommt. Okay, Mark, lass uns das zu Ende bringen. Dave, ich kann das einfach nicht. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Das Ganze hier, das passt einfach nicht zu mir. Es ist in Ordnung, Mark. Das hier wird alles wieder in Ordnung bringen. Moment mal. Was machst du da? Sieh doch selbst. Warum bewegt sie sich nicht? Dave! Das braucht ein paar Minuten, um zu funktionieren, Mark. Und danach hast du endlich deine liebe Frau Mama wieder. Was hast du gesagt? Ich dachte, du wolltest das nicht durchziehen. Mark, ich hätte sie niemals gehen lassen. Warum? Was hast du denn von ihr? Alles. Ich weiß, was mein Vater falsch gemacht hat, als er deinen Vater erschaffen hat. Ich dachte, dass du ihn geschaffen hättest. Nein, ich habe ihn nur verbessert. Mein Vater war ein zu großer Feigling, um ihn zu ermorden. Nachdem meine Mutter abgehauen ist, hat mein Vater die ganze Zeit nur geweint, wie die Memme, die er eben ist. Also hast du meinen Vater umgebracht, du Hurensohn? Ich werde dich verdammt nochmal umbringen! Erinnerst du dich an meinen Freund? Ich bin mir sicher, dass Bria das würde. Hast du das mit ihr gemacht? Natürlich. Du hast deine eigene Mutter in so ein verdammtes Maschinenmonster verwandelt? Mein Vater war die einzige Hilfe, die ich brauchte.
Aber ich habe eine Aufgabe für meine Mutter gefunden. Du bist echt krank im Kopf, weißt du das? Nein, ich bin ein verdammtes Genie, wenn ich den Code zur Unsterblichkeit knacken kann. Darum geht's ja also, verdammte Berühmtheit! Natürlich. Jetzt werde Zeuge, wie ich den Tod gebäre. Moment mal. Was zur Hölle? Nein! Bria! Ich weiß, dass du mich hören kannst. Du musst dagegen kämpfen. Sie kann dich nicht hören. Noch nicht. Was passiert mit ihr? Dave! Ich weiß es nicht. Hier steht, dass ihre Gehirnzellen mit denen des Wirts fusioniert sind. Aber was? Sie verändert sich nicht. Nein! Bria! Dave, verwandle sie zurück! Das kann ich nicht, Mark. Das ist nicht mehr Bria. Nein! Ihre Zeichen zeigen irgendetwas. Welche Zeichen? Sie versucht mit uns zu kommunizieren. Aber ihr Gehirn sendet falsche Signale an ihren Mund. Ich versuche mal, sie neu einzustellen. Mark. Bria? Nein, Mark, ich bin es. Deine Mama. Mama? Mama, mir tut das alles so leid. Ich wollte nicht, dass du... Mark, du warst so ein ungezogener kleiner Jung... Mama? Ihr Zustand wird instabil. Was passiert hier? Ich hab die ganze Zeit ein bisschen... Mama? Mark? What the fuck? Holy shit! Mark. Du warst so ein unartiger kleiner Junge. Du hast nie auf deine Mutter gehört. Ich werde dich bestrafen. Und wenn ich deinen Vater sehe, dann werde ich sicherstellen, dass er es auch erfährt. Du hast so viele Chancen gehabt. Also werde ich dir die Sache wegnehmen, die dir auf der ganzen Welt am wichtigsten ist. Dein Leben. Du wirst es wiederbekommen, wenn du dich benimmst. Denke daran, mein Schatz. Vertraue niemandem, um im Leben etwas zu erreichen. Vor allem ihr nicht. Schlechtes Ende. Just E. Ignore them by Stranger Tanga. Und wow, what the fuck? Ich bin ein kleines bisschen überrollt. Was geht denn hier ab? By Stranger. Okay, ich glaube, die haben das ganze Video, das ganze Spiel gemacht. Von daher ist es ja wahnsinnig schön, dass wir jetzt hier am Ende angekommen sind irgendwie. Es war ein wahnsinnig kurzes Projekt, aber es hat auch voll viel Spaß gemacht. Nur was ich noch nicht so ganz klar komme, ist jetzt das Ende. Weil, was zur Hölle? Also, Dave hat jetzt quasi versucht, unsere Mutter mit dem Wirt irgendwie zu fusionieren. Das hat so halb geklappt. Es hat sich aber nichts verändert. Unsere Mutter ist dann irgendwann aus dem Kopf rausgeplatzt, hat Dave umgebracht, hat uns umgebracht und hat dann im Endeffekt noch gesagt, dass sie uns wieder zurückbringt, wenn wir uns benehmen. Ich verstehe gerade gar nichts, Leute. Das müssen wir erstmal verdauen. Danke fürs Spielen. Sehr, sehr gern. Ich bin gerade ein kleines bisschen hinter Hot. Weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, was ich davon jetzt sagen soll. Bria Story, coming soon. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, wie das mit Bria hier weitergeht. Ach, guck mal, Stranger Tanga. Das ist ja ein Zufall, dass die hier das Spiel gemacht haben. Wo kommen die denn jetzt her? Alter Schwede, Freunde, das war irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber irgendwie auch total cool. Von daher, ich würde einfach mal sagen, wir lassen das mal sacken. Und sehen uns dann wahrscheinlich bei Bria Story wieder. Hoffentlich werden wir dazu mal wieder was hier zusammenkommen. Weil das Spiel hier, das war die perfekte Abendunterhaltung für euch, habe ich das Gefühl. Und
wenn das so ist, dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen. Sehr kurzer Part irgendwie, ne? Auf jeden Fall sage ich dann mal Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss. Living on the far side of town.